Guten Abend, Freunde. Wie angekündigt, mache ich heute das russische Ostergebäck. Am Ende soll ich so essen. Zutaten brauchen wir. Zucker, Sarah. Mehl, Mokka, Salz, Sohl. Milch, Malaka, saure Sahne, Smetane. Butter, Masla. Eier, Jaiza. Vanillezucker, Hefe. Und später zum Bestreuen solche Zuckerkammer hier. Gibt es verschiedene. So, das brauchen wir später. So, das müsste eigentlich alles sein. Und am Ende muss das dann so aussehen. Endprodukt. Wir werden sehen, ob es gelingt. So, als erstes die Milch, lauwarm, Malaka, Diplo. Einen Esslöffel Zucker, Martin Loschka, Sarah. 60 Gramm Hefe. Schestogramm. Schestogramm. Und das rühren. Und an einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen lassen. Dann sehen wir uns wieder. So, weiter geht's. Schon vorbereitet. Jetzt brauchen wir 2 Eigelb, 1 komplettes Ei. Adin komplett, 2 Krasny. Jetzt brauchen wir noch Technik. Die schlagen jetzt schaumig. So, jetzt in die Eier geben wir rein 2 geschmolzene Butter. Masla, Vanillezucker, zwei Stück, zwei. Die saure Sahne. Smetane. Eine Prise Salz. Chuchuzol. Nochmal 50 Gramm Malaka Milch. Wer möchte, kann jetzt noch Rosinen dazugeben.
Wir machen ohne Rosinen. Jetzt nochmal mit dem Mixer kurz durchrühren. Das Ganze geben wir jetzt zu unserer Hefe dazu. Einmal kurz rühren. Und jetzt das Mehl dazu geben. Jetzt wird es etwas kompliziert. Es kann sein, dass plus minus 50 bis 100 Gramm der Teig darf nicht fest sein, auch nicht nass. Da muss mittelfest werden. Immer Löffel für Löffel dazugeben. Wie immer genaue Mengenangaben in der Beschreibung. Mache ich erstmal fertig und das vergesse ich wieder. 200 Gramm Zucker müssen auch mit rein in den Teig. Der Teig muss ca. 10 Minuten kneten. Man kann auch eine Küchenmaschine nehmen, wenn man hat. Ich habe keine. 10 Minuten kneten und dann nochmal 10 bis 15 Minuten an einem warmen Ort stellen, zugedeckt. So sollte der Teig nach 10 Minuten kneten ungefähr aussehen. Ich habe noch etwas Mehl dazugegeben. Der Teig soll an den Fingern nicht mehr kleben. Jetzt decken wir das wieder alles zu. Und stellen das etwas warm. 10 bis 15 Minuten. So, nach 10 Minuten Teig so aus. Dann fülle mir in geölte Formen halb voll den Teig. Diese gefüllten Formen sind jetzt in einer Form 470 Gramm. In dem Backofen, vorgeheizten Backofen, 150 Grad. 150 Grad. 40 Minuten backen. So, dann habe ich wieder. In der Zwischenzeit habe ich hier Eischnee gemacht. Also ein Eiweiß und Zucker. Mixer aufgeschlagen. Wir haben die Kugelhub damit eingestrichen. Und danach bestreut mit Zuckerguss.
So, fertig ist das Ding. Soll sich angeblich 3 Wochen halten. Aus meiner Masse sind rausgekommen 3 Stück. Na, Adin, Sorok, Chetias, der PZ-Gramm. Hat noch. Ein so Ding hat 450 Gramm. So, das war's, liebe Gartenfreunde. Über das russische Ostergebäck. Wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben. Oder auch nicht. Abonnieren, kommentieren, auf die Glocke drücken, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Nächste Video kommt wieder aus dem Garten. Soll es gewesen sein. Auf Wiedersehen. Baka, baka.